Ups, das Video gerade ausgemacht, aus Versehen. So geht das hier runter. Nun kommen wir gleich wieder über den Damm rüber. Hier, Hubertdamm parken. 7 Dollar nehmen die dafür. Und Leute, gibt das, die machen das. Wie dämlich. 2 Minuten von hier da oben habe ich geparkt. Kostenlos. Naja, gute Geschäftsidee, ne? Gibt ja ein paar Leute, die bereit sind zu löhnen, ne? Und nicht zu knapp. 7 Dollar ist eine Menge Geld. Die Kamera, das ist ein Scheiße, den ich vor der Nase habe. Ich kann nichts erkennen. Das ist wieder mein Freund der Bulle. Police hier. So, jetzt bin ich wieder auf dem Damm. Hier sieht man die Pilestocks. Das sind die Pilestocks auf der Arizona-Seite. Und das da vorne sind die Pilestocks. Da läuft das Wasser durch. Pilestocks deswegen. Die liegen unter Wasser. Die sind aber nicht bis auf den Grund runter. Deswegen ist das so gefährlich. Noch läuft da Wasser rein, aber irgendwann hängen die in der Luft, die Dinger. Das dauert nicht mehr lange. Also wegen der Wasserknappheit. Weil die können das Wasser aus verschiedenen Höhen sozusagen abzapfen. Dann läuft das Wasser in die Pilestocks rein, donnert durch Riesenrohre bis runter in den Turbinenraum. Durch die Turbinen durch, dann wird natürlich Strom erzeugt und auf der anderen Seite kommt das Wasser wieder raus. Aber die haben ja auch noch massive Probleme mit Muscheln. Irgendwelche eingeschleppten europäischen Muscheln, die fressen und setzen sich, die fressen alles auf, hätte ich was gesagt. Die setzen sich an die ganzen Turbinen, die haben ein riesen Muschelproblem. Und da wissen sie noch nicht, wie sie das in den Griff kriegen sollen. Ja, ich fühle mich hier wieder wie so ein Großer. Aber hier kann man mal ganz gut sehen, was hier los ist, weil das Wetter wieder gut ist. Und da oben ist die Bridge. Da war ich ja eben gerade. Das ist eigentlich eine coole Geschichte mit der Brücke, dass man die besuchen kann. Also hätte ich mir nicht so gut vorgestellt. Aber wurde mir schon so ein bisschen schummrig. Ich kann in der Höhe nicht ab. Also das geht bei mir eigentlich gar nicht. Also da lassen wir Opa und Oma durch, ja. Jo. So, dann geht's. Immer nett sein. Immer nett zu den Amis sein, dann sind die auch zu einem nett. Das ist, wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück. Und ich bin ja nett. Zumindest bilde ich mir das ein. Jetzt kann man die Brücke ganz gut sehen. Fahren wir jetzt direkt drauf zu. Guck mal. Seht ihr die? Und hier sind die ganzen Starkstromleitungen, die Energie nicht nach Las Vegas leiten. Nein, 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 nein. Die Energie, die im Hooverdamm erzeugt wird, die wird zum großen Teil nach Kalifornien verkauft. Los Angeles. Die befeuern hier mit dem Hooverdamm Los Angeles, nicht Las Vegas. Las Vegas kauft sich seinen Strom, glaube ich, aus Kanada oder Nordamerika irgendwo. Aus anderen Kraftwerken. Die krank, ne? Die haben nämlich extra in Las Vegas eine Art Strombörse. Und da kaufen die täglich bei den billigsten Anbietern Überproduktion auf. Das ist immer so ein Tageseinkaufsjob. Das heißt also, jeden Tag werden die Preise neu verhandelt, die Strompreise. Und das Interessante, apropos Strom, da ich ja gerade am Rumlabern bin, man soll ja auch ein bisschen was lernen bei mir. 50% der Energie in Las Vegas geht nicht für die ganzen Lichter und den ganzen Quatsch drauf. Nein, 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 nein. 50% der Energie geht drauf für Air Conditioning, für Kühlung. Das heißt also, jedes Haus, guck mal, wie geil der Himmel ist, ne? Jedes Haus und jedes Casino und also jede Bude, wo Menschen drin sind, kühlen die her, wie die Geisteskranken auf Kühlschrank, also Schockfrosten. Und das sind 50% der Stromkosten, hätte ich was gesagt, des Energieverbrauchs geht für die scheiß Klimaanlage, für die ACs drauf. AC ist ja Air Conditioning. Jo. So, das war's. Jetzt kommen wir gleich zum Checkpoint, da filme ich auch nochmal weiter. Wenn ich hier schon mal so sinnlos am Filmen bin. Sag mal, Opa, was machst du da? Hier darfst du nicht halten. Der eiert sich dann zurecht, der Knacker. Der da mit dem Blauen da vorne. Aber habt ihr ja selbst gesehen. Hier ist die Police, die Hooverdamm-Police. Die liegt hier. Falls einem etwas suspekt vorkommt, kann man da hinfahren und sagen, Achtung, ich glaube, da
bohrt jemand mit dem Tim Fehler Binford 2000 im Hooverdamm rum. Ihr habt da gleich Wassereinbruch. Bei der Hooverdamm ist echt viel Beton. Wir haben da jede Menge Beton in Rekordzeit verbaut in 4 Jahren. Sollte man sich mal angucken im Fernsehen, wenn da mal so eine Dokumentation kommt. So, hier war ja der Parkplatz, wo ich eben war, um auf die Brücke zu kommen. Mann, oh Mann, das wird ja hier. Ich bin ja wie ein Reiseführer, ne? Und gleich müsste der. Jetzt gehen wir mal um Schickers hier. Oh, hier darf man ja nicht so schnell, aber egal. Jetzt kommt nämlich gleich der Checkpoint, den zeige ich euch auch nochmal. Mit den Polizisten. Die gucken echt in jedes Auto rein. Unglaublich. Das haben die letztes Jahr nicht gemacht, also die Jahre davor eigentlich nicht. Die haben einen angeguckt und haben noch geguckt, sitzen da noch ein paar andere Typen. Aber wenn die Karre zum Beispiel voll ist mit Ölaugen, nehme ich mal an. Also wenn hier 4 drin sitzen, hätte ich was gesagt. Wobei die fliegen ja nicht nach Amerika. Die können ja weder Deutsch noch Englisch. Die können eigentlich gar nichts. Oha, das ist politisch inkorrekt, was ich da gerade gesagt habe. Naja, das ist meine Meinung. Die können nur in die fahren. Das sind ja solche Nationalpatrioten. Was anderes als die kennen die ja nicht. Das ist unglaublich. Hier ist der Checkpoint. Hier wird gecheckt. Hier vorne, hier sieht man. Da stehen zwei Bullen. Hier. Da stehen zwei Polizisten. Und machen ein Checkerchen. So, jetzt heiz ich erstmal weiter. Jetzt will ich erstmal zur Marina. Wegen Boot anmieten. Aber geiles Wetter seht ihr. Ich bin ganz happy. So, und ich muss das mit der Videofilmerei mal ein bisschen einstellen. Wir spielen ein bisschen schnell. Das wird langsam ein bisschen viel. Das haltet ihr ja garantiert gar nicht aus. Irgendwann habt ihr hier so ein. Irgendwann bluten euch die Ohren. Wo war ich stehen geblieben? Bei den. Also, wenn hier jedenfalls 4 drin sitzen, die werden sofort verhaftet. Ob die nur Bomben haben, Tim Taylor, Heimwerker, Drills, die landen sofort auf dem Boden und werden erstmal so prophylaktisch schon ein Meter durch die Gegend geschliffen. Alles, was nach Ölauge aussieht. Da sind die Amis ja voll Rassisten. Finde ich aber nicht schlimm. Ja. Die machen ja sonst immer auf dicke Hose. Sollen die mal zeigen, was sie hier können. So, tschüssi. Mann, oh Mann, Pelitschke. Naja, Spaß muss sein. Tschüss.